Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Im Deutschkurs A2 bis B2 behandeln wir nun wichtigen Wortschatz und Strukturen zu Goethes Gedicht Gleich und Gleich. Nummer 1, gleich, das Substantiv oder substantiviert der, die, das Gleiche. Plural die Gleichen, die Gleichheit und als Redewendung sagen wir gleich und gleich gesellt sich gern. Also die gleichen Leute sitzen gern zusammen. Nummer 2, das Glöckchen und das Blümlein. Chen und Lein sind Verkleinerungsformen, Diminutive, und sind im Deutschen immer neutral. Der Boden ist unten, die Decke ist oben. Bleib auf dem Boden der Tatsachen, sagt uns eine Redewendung. Nummer 4, sprießen ist ein starkes Verb, Präteritum Spross. Perfekt, ist gesprossen. Im Frühling grünt und sprießt es überall in der Natur. Nummer 5. Der Flor ist ein veraltetes Substantiv. Verwenden wir heute noch nur noch im literarischen Gebrauch. Der Garten stand im Flor. Das bedeutet, er stand in Blüte. Alles im Garten blüht. Nummer 6, kommen, ist ein starkes Verb, Präteritum kam. Perfekt, ist gekommen. Endlich ist der Frühling gekommen. Der Frühling ist da. Nummer 7, naschen, zum Beispiel, wir naschen gerne Süßigkeiten. Und Kinder naschen Süßigkeiten. Nummer 8, füreinander da sein. Einander drückt die Reziprozität aus, also die Gegenseitigkeit. Ein Beispiel: A liebt B, B liebt A. Die beiden lieben einander. Reflexiv würde bedeuten, sie lieben sich, wir sagen das umgangssprachlich, aber dann liebt A sich selbst und B liebt auch sich selbst. Also die Gegenseitigkeit, die beiden lieben einander, die beiden sind füreinander da. Nummer 9, jemandem im Dativ gleichen. Ein Ei gleicht dem anderen. Oder nicht? Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Aufgabe.